Und weiter geht's mit der Poolbaureihe. Ich glaube, es ist jetzt fa fast Ende, ne? Doch, es muss noch eine Folge geben, fällt mir jetzt ein. Wir müssen ja noch Wasser in den Pool reinmachen und so. Ich bin ein Profi. Danke für deinen Ich Sub, rufe nur Jock. mit dir, sag wie Dankeschön. Bro, Kuss die. geht raus. Dankeschön. Genau, stimmt. Müssen wir auch noch machen, ja. Ein Obdachloser in unser Haus gekommen. Was? Obdachloser? Was sind Obdachloser in unser Haus reingekommen? Nein. Doch, doch. Nein. Was? Läuft einfach reingelaufen. Läuft einfach rein. Meine Mom so, nein, nein, hier, ich darf nicht rein. Seine Firma hier. Die Geschichte muss doch. Was? Ist wirklich passiert? Oh Mann, die Bots, die fucken gerade ab, ey. Och, so neu, so nervig. Doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Bester Pool. Obdachlose war in Wirklichkeit ich, Leute. Ich war Obdachlose. Ja. Naja, okay. Ja, die Leute, waren machen das nochmal schön, weil ich es nicht schön genug gemacht habe. Verliebt. So, jetzt kommt diese Verliebt. Walze hier. Damit gehen wir überall rüber. Damit nochmal so ein bisschen alles verdichten, runterdrücken. Muss ja auch alles auf dem Boden bleiben. Finde ich auch geiles Bild runterrutscht. Ich finde, schnitzt dir so gut. Ich finde es so gut. Da kommt der Rollrasen. Zufrieden? Ist der Chef zufrieden? Er hat keine Glatze erwähnt. Ja, das stimmt. Er hat keine Glatze erwähnt. Aber er hat Obdachloser gesagt. Das könnte er auch Obdachlos. Also, er hat es nicht erwähnt. So rum, ja. Freunde. Ist das sehr schwer? Also, er hat es nicht erwähnt, aber es nicht heißen soll, dass es nicht hatte. Mit dieser Rolle? Nee, das ist ganz klein. Wir haben normalerweise eine viel größere, aber die kriegen wir ja nicht durch die Tür durch. Ja. Wir müssen das Blech da oben wegmachen, aber die ist wahrscheinlich so alt. Was ist denn neu, oder? Das ist die Walze. Oh. Ah, aber keine so ein fettes Ding, das bum 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 macht. Keine so fette Maschine. Schade. Sehr satisfying, das finde ich. Ja. Das macht jetzt lieber der Chef, bevor ich es so mache, dass man es nochmal machen muss. So, der erste Rasen wird gelegt. Boah, das sieht extrem krass aus. Darf schon drauf gehen? Nee, ne? FBI, open up! Das ist so ein Dünger hier. Ja, der muss erstmal Wurzeln schlagen, der Rollrasen. Erstmal unten im Boden festzurren. Freunde, das verteilen wir jetzt. Nochmal hier so ein bisschen Dünger, ne? Schön ausziehen. Was? Eine Schalltafel, bitte. Ich hab keine, ich hab Dünger. Alles gut. Das war selbst. Als wenn er Hühner füttern, stimmt. Wie Hühner füttern, ja, mal schön durch die Finger. Wenn Hühner das essen würden, würden die wahrscheinlich platzen, ne? Ah, danke dir, Luca, auf die Idee bin ich gleich gekommen. Oder Griffhawk, danke dir, Ehre. Follower-Modus reingemacht, danke dir. Wenn die groß, wenn das ganz große Hühnchen werden, das. Mach das mit Liebe, ne? Ja, ja. Der Rasen wird's dir danken. Zu viel, nee, ne? Ja, das haben wir. An der Stelle wächst der Rasen dann besonders groß. Oh, das war ich das? Ich glaube, das warst du, ja? Ja, du kannst das ganz locker. Packst du rein. Ah. Dann kannst du wie so ein Teppich. So wie ich dem Lukas in die Haare packen würde. Ja, genau. Muss ich sagen. Lang, lang. Ein Fingerclip. Oh nein, die haben Handschuhe an, aber ist nicht da diese Dünner drauf, wo die Haare dann brennen? Die Haut dann brennt? Ist es nicht, weil er wieder mit der Hand macht? Ich geh gut damit um. Ich? Ja. Was ist mit der Rückseite? Ich gehe damit gut um. Dann haben wir ja wahrscheinlich keine Probleme. Das ist lüppig, ne? Mit dem Brotmesser, geil. Ja. Oh, das ist echt ASMR so ein bisschen, ne? Oh, das finde ich halt voll erotisch. Meine erste Rolle. Deine erste Rolle? Warte, dann guck ich jetzt mal. Meine erste Rolle in einem Kinofilm. Deine erste große Rolle. Ey, Ju, weißt du was jetzt auch? Nach. Ja, ich hätte auch schon eine große Rolle im Kinofilm, Leute. Kartoffelsalat 3, Leute. Ich war einer dabei. Ich war dabei. War keine große Rolle, aber ich hatte einen Text. Langer, langer Zeit der Vergangenheit anhört, ja, dass wir hier keine Christbaumkugeln mehr finden stimmt. Im Garten. Ja. Das wird jetzt endgültig vorbei sein. Wir werden keine Christbaumkugelsplitter mehr finden können jetzt. Nie wieder Schmerzen im Fuß. Nie wieder. Schade. Oh, hi. Wunderschön. Oh, es ist so schön, ey. Das Herz. Boah, guck's dir an. Direkt Minigolfbahn aufbauen. Vor allem jetzt einfach mal in 10 Minuten schon den halben Garten so voll. Schnell, ja. Profis am Werk hier, Profis. Geil, ey. Geil.
Darauf tanze ich jetzt erstmal 10 Minuten wieder. Nice. Hattest du dich schon wieder mit der offenen Hand einfach angefasst? Ohne Handschuhe? Ah. Du weißt, was du gerade tust? Ach ja, ich darf dich anfassen. Ja, jetzt hat das gecheckt. Meine Hände brennen wieder. Ah, warum macht man mir überhaupt Hände? Du hast jetzt auch auf, wenn du dir mal jetzt am Pimmel kratzt oder so, ne? Oder an der Rosette. Dann weißt du ja, was dann passiert. Ne? Ja. Obwohl an der... Ja, Rosette, genau. Das ist auch immer die erste Stelle, wo ich mich kratze. Ja. Ja, an der Rosette ist das okay. Das ist dann wie so ein Rosettenbleaching. Willst du auflegen, oder? Ja. Ist egal. Okay. So, und guck mal, dass du dem hilfst. Ja. Dann Ui. Das haben wir dir gut beigebracht, Lukas. Die letzten Tage hier, ne? Was ist das, Lukas? Ja, was ist das? Future? Wurzel. Nicht mehr. Du hast mal eine Handvoll Gras für mich. Ach, da. Ja. Premium-Gras. Premium-Gras. Ist da nicht immer noch so Chemikalien drauf? Zieht erstmal eine Verladung ins Hirn. Geil. Ich denke, das ist jetzt fertig. Dann schneide ich das hinten ab, hol noch zusammen. Hol die noch mal zusammen. Dann kommen wir mit. Die nächste große Rolle. Warte noch mit der Rolle. Nee, Lukas muss sich jetzt beeilen. Und jetzt besteht auch die Mähkante, ne? Wenn man Rasenmähen tut, was an sich erstmal gar kein Deutsch war, ja, dann kann man hier ganz gut mähen. Ja, diese tut, was meint er mit Mähkante jetzt eigentlich? Wenn er diesen elektrischen Mäherroboter hat, dass er dann erkennt, bis wo er mähen soll oder was? Ne? Mhm. Der Mund ist auch nicht, dass deswegen werden ja auch zum Beispiel in Fußballstadien, um so schöne Muster zu bekommen, die halt immer in unterschiedlichen Mähkanten verlegt. Warte mal. Und jetzt passt es genau hier rein eigentlich. Es passt perfekt hier rein. Passt? Aber was nicht passt, wird ein Hexenwerk. Passend gemacht. Damit wird nicht nur Brot geschnitten, sondern auch Rasen. Und auch Köpfe. Boah, das geht ja richtig durch wie, also so eine Laugenbreze. Ich weiß nicht, auch, wie es sich anfühlt, wenn man Gras schneidet, wie eine Laugenbrezel, was? Genau. Ist doch genau, oder? Ja, so ist gut, ja. Ich glaube schon. Boah, warte, guck mal. Ich meine, das ist ja dein Rasen, ne? Das ist unser Rasen. Simple. Ja. Rolle! Ja. Das geht so schnell! Jetzt ist hier schon alles grün. Das ist so schnell, was ist hier los? Das ist echt löschen. Das ist noch ein Regenwurm. Oh. Mach ich Geräusche, diese Würmer? Juhu! Ne, machen die machen noch Geräusche. Bei Worms machen die Geräusche, glaube ich. Oh, ich will wieder Worms 3D spielen. Kann man das online spielen mit Freunden oder so? Ich habe Bock drauf. Worms 3D habe ich bestimmt irgendwo im Schrank stehen. Oh, ultra geiles Spiel. Regenwurm, ein Leben geschenkt gerade. Den hast du Leben geschenkt? Oh. Der findet gleich bestimmt hier so eine Granulatkugel und dann stirbt er direkt. Ich mach einfach hier weiter, ja? Ist die Musik, ja. Eigentlich müsste die Musik, glaube ich, auch stumm schalten. I think so. Gut, die einzelnen Rollen, die einzelnen Bahnen erkennen. 5 Sekunden stumm geschaltet, hat es gebracht. Diese Brücke hier, hä? Ich check das nicht aus. Warum? Einfach nur Kunst, oder was? Noch. Wir werden da auf jeden Fall noch unsere großen, schönen Steinplatten noch überall platzieren, dass es so einen schönen Weg ergibt. Boah, you suck! Ja, Burrito einmal, ja, mit Gemüse hier. Ah, Gras Burrito. Oh, lecker. Brauchst du Messer? 2,50. Ich werfe das flach, ja? Richtung nee. Knie. Alles schon ready hier. Oh, ich bin im Weg. Ich bin mal wieder im Weg. Hier. Ja. Jetzt ist die OP verlaufen. Gut.
Du kannst richtig stolz drauf sein. Da kannst du deinen ganzen unehelichen Kindern von erzählen. Unehelichen Kindern. Die habe ich ganz vergessen. Ja, du solltest dich auch nochmal bei denen melden. Oh, es ist irgendwie so, keine Ahnung, ich krieg Hunger, wenn ich das sehe, wie die diese Rasenteile draus schneiden. Sieht irgendwie, keine Ahnung, lecker aus. Du bist so widerlich, ne? Nur weil ich blähe? Ja. Aber das ist in Jus Kultur ein Zeichen der Zuneigung. Damit will er dir sagen, so, ey, ich mag dich. Ach so. Pups. Das ist ein schönes Zeichen, jemandem zu sagen, dass er einen mag. So. Ja, eben, das ist so eine Sache von, ich vertraue dir, ich find's gut, dass du in meiner Nähe bist und ich vertraue dir meinen Furz an. Ich schäme mich nicht, dass ich in deiner Gegenwart furze. So. Kann auch Liebesbeweis sein, Leute. Kann auch Liebesbeweis sein. Wie sieht's hier aus? Krass. Dreht man sich einmal um, ist hier die Ecke schon wieder fertig. Das ist die letzte Ecke, die verlegt wird. Oh nein, das geht da nicht, oder? Oh shit. Oh, oh. Ja, das ist eine große Lücke, ne? Sollen wir oben so zwei Stück machen? Moin sitzt da wie so ein Babbo. Hier anfangen und da. Oh. Passt doch, ne? Passt doch. Was los? Was los? Mui, es passt, Mui. Jeder sagt, Digga, heutzutage. Ja, geschafft, ne? Geschafft. Da hat dieses Erdendünger ja länger gedauert. Da, 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 da. Oh, sieht echt cool aus. Auch wie beim Fußball, ja, so. Sind das die Rasenkanten, die sie meinten? Diese Mähkanten, ist das, was sie meinen? Diese Richtung, das ist so rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das, meinst du das? Wahrscheinlich schon, oder? Warm, Bruder. Was los, Digga, Armer. Aber müssen wir noch gut andrücken. Das steht da noch ein bisschen hoch. Dein Maul. Wow! What the fuck? Heftig. Ich finde, dass wir einfach ein krasses Team alle gemeinsam sind. Was wir alles schon geschafft haben. Wenn man das Bild mal hier sieht. Warte mal. Lukas wollte es gerade so euphorisch sagen, was er erreicht hat und so. Und einfach so, warte mal. Übernimm du mal. So weit. We did it, we made it. Der Garten ist jetzt so grün wie der Pool. No, I see no fucking Stimmt. Difference. Hammer, wie du wieder aussiehst. Extrem, Alter, wir haben den Garten zurück erobert. Ist noch nicht ganz fertig, aber werdet ihr noch sehen, was wir noch machen? Aber so sieht's aus. Ja. Sieht echt voll cool aus schon, ja. Ich finde es ein bisschen merkwürdig noch, was die Brücke da soll, aber halt Kunst, ne? Und hinten, das sind die Kabel noch von der Beleuchtung, wie werden die jetzt noch gemacht eigentlich nachher? Die sind wahrscheinlich nur hochgekrempelt worden, dass sie da unten nicht nass werden wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich noch so runterverlegt, dass sie das von hier unten dann so hochleuchtet. Und Wasser kommt noch rein, sonst ist eigentlich schon fertig, ne, oder? Ja? What the fuck? So sah es vorher aus. So sieht's jetzt aus. Auf Wiedersehen. Bis Dienstag. Herr Lukas bleibt jetzt hier. Und nochmal an der Stelle ein riesen Dank an Mai Hermann nochmal, ne? Es steht ja immer oben links im Video. Aber ganz ehrlich, vielen, vielen lieben Dank an euch. Danke. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir fertig sind. Denn jetzt kommen die ganzen spaßigen Einheiten hier. Was genau kommt auf die Terrasse? Was genau kommt auf die Sitzfläche? Das sind alles noch große Fragen, Freunde. Alles noch Fragen, neue Projekte. Vor allem halt auch der Roboter. Ich möchte noch einen Roboter haben, der hier mäht. Weil, ganz ehrlich, macht ja eh keiner von uns. Pool soll ja im Endeffekt noch leuchten, Alter. Und der Pool soll... Ja, Roboter. Gerhard kriegt Pool... Wie heißt, der Roboter nochmal? Der Pool-Roboter? Ich habe Namen vergessen. Auf jeden Fall wie nochmal mein Bruder. Mal ein Pool sein. Momentan ist ja halt immer noch eine Ansammlung von Spucke. Genau. Und dann, Freunde, seid ihr alle eingeladen. Nice. Adresse unten in der Videobeschreibung, liebe Freunde. Bis dann. Ja, die Adresse habe ich sogar schon gesehen. Das ist hier, Ju auf Instagram eine Story gemacht hat, jedes verlinkt hier. Wie kommt alle vorbei, sind alle eingeladen. Google Maps Link. Wenn man da dann drauf geht, dann kommt man zu diesem Gebäude in einer Insel von Japan in der Nähe, wo so Batman-Logo einfach drauf ist. Wirklich rausscrolle, ist hier einfach so irgendwo bei Japan, so eine Insel. Präfektur Onawa. Ah ne, gut, ein bisschen weiter weg. Ja, hier ist Japan, so ziemlich in der Nähe, ja, definitiv. Nee, aber cooles Video. Und bin gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Das Pool, wie gesagt, muss noch gemacht werden. Und ich bin auf den Bruder von dem Pool-Roboter gespannt. Tanky, genau, Tanky, danke Leute, Tanky heißt er, ja, Tanky. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Ich würde das Poolien sagen, aber der Pool heißt ja Poolien, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, nice, cool.